Hallo, hallo, liebe Internetgemeinde, hier ist wieder der Sven Dud. Sag mal, Udo, muss ich? Udo, komm, hier spielt die Musik. Sag mal, gibt's doch gar nicht. Sag mal, muss ich dich austauschen? Ich find's schade. Ich find's echt schade, Udo. Also nochmal von vorne. Hier ist wieder der Sven Dudek, ja? Der Boxer mit seinem Internet-Vlog. Ja? Diesmal wieder aus seinem Internet-Café. Hier, zeig mal, Udo, komm, zeig mal. Reicht, komm, ist gut. Ja? Also, und ich treffe mich heute mit einem sehr, sehr, sehr klugen Sportler. Ja? Der ist Eishockeyspieler und das ist der Lenny Lammers. Lenny Lammers, hallo. Hallo. Sag mal, Sven, wollten wir uns nicht eigentlich in der Eishalle treffen? Ja, ich bin ja da gewesen, ja, aber du warst nicht da gewesen sein. Warst nicht da, nein. Aber wir hatten noch 11 Uhr gesagt, oder? Ja, ich war ja auch um 11 Uhr da gewesen. Ne? Aber ich habe auch die ganze Nacht gewartet, aber... Nein, nicht 23 Uhr, 11 Uhr. Du warst die ganze Nacht in der Eishalle? Ja, ich kann dir sagen, ich habe einen ganz schön kalten Popo, habe ich jetzt. Du hast doch nicht etwa auf dem Eis geschlafen? Ja. Ja, zuerst schon, aber dann wurde es aber wirklich ein bisschen frisch. Ne? Aber dann habe ich im Keller doch den Ausmacher gefunden. Den Ausmacher? Ja, für das Eis. Ne? Habe ich den Ausmacher gefunden, dann ging es von der Temperatur her. Ja, war dann nur ein bisschen feucht. Ne? Deshalb machen wir das Internet heute hier in meinem Internetcafé. Hast du schon gezeigt, oder? Hey, sag mal, nach dem, was du hier angerichtet hast, da stelle ich mir wirklich die Frage, ob du kompetent genug bist. Ich bin doch nicht kompetent. Ja. Ich bin doch nicht kompetent. Ich brauche doch keinen Viagra. Du meinst impotent. Impotent? Nein. Impotent ist doch, wenn man einen ganz toll findet, ne? Oh nein, bitte, das ist imposant. Nee. Also imposant ist doch, wenn man mit dem nackten Popo am Strand sitzt. Imposant. Oh, bitte. Kennst du die Steigerung? Nein. Am Hintern Kies, am Arschgeweih. Ja, bitte, die Fragen jetzt endlich, ja? Danke. Ja, die Frage, ja, natürlich, die Frage, wow. Ja, also, aufgepasst. Die Frage ist, Lenny, du bist ja Eishockeyspieler, ne? Ja. Sag mal, mit was für Eis spielt ihr denn da? Bitte was? Ja, spielt ihr da mit Vanille, Schokolade oder Stracciatella? Oder ich glaub's nicht. Wir spielen mit einem Puck. Und wie schmeckt dieses Puck? Nach Hartgummi. Und wer ist das? Oh. Mann, keiner. Sag mal, diese Debilität, kommt die eigentlich vom Boxen? Also, jetzt pass mal auf, dieses Debilität, das ist ja wohl fürs Handy, oder? Kann das sein, dass du alles falsch verstehst? Kann das sein? Ich glaube, ich suche mir mal ein bisschen einen klügeren Eishockeyspieler. Nee, ich glaube, ich muss das Gespräch leider beenden. Der ist mir zu blöd. Komm, nimm den raus, lieber hier, so. So, lieber, ja. Das war jetzt der Internetblog, mit Sven. Ja? Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ja? Ja, und ich mach aus. Mach lieber aus. Aus, Udo.